Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Assassin's Creed Folge. So, ja, ich habe eben ein bisschen auf den Turm geklettert, habe noch einen Turm vor der Stadt eben kurz synchronisiert. Und dabei habe ich diese, Codex-Seite entdeckt. Die snacken wir uns gleich mal. Geronimo. So. Der sollte eben auch kein Problem sein. Zack. So. Vielen Dank. Eben wegsnacken. Plopp. Grabbel, grabbel. Und fertig. Ich besudel hier überhaupt nichts. Meine Güte. Hier. Zack. Ein bisschen Knete. So, jetzt ist es ruhig. Und danke übrigens fürs Geld. Ich gucke kurz auf die Karte. So. Was ist denn das? Ach, okay. Da ist noch eine Codex-Seite. Ich würde sagen, die gönnt man sich mal und danach, wow, 10.000. Und danach halt, Hauptquest, würde ich sagen. Ja, ne? Das war ein Fail. Platz machen. Nee, Söldner möchte ich gerade nicht anheuern. Die sind zwar manchmal ganz nett, den könnte man auch eben besteigen. Wenn wir das schon können. Oder ich weiß das nie so genau. Ah, hier. Was ist denn das? Ach, Kurierdienst. Nee, muss nicht. Wir können mal die Giftklinge ausprobieren vielleicht. Funktioniert das? Nein, funktioniert natürlich nicht. Das Problem ist, die dürfen das nicht sehen. Komm her. Au. Komm her. Ja, geht doch. So. Der Postbote daneben hat da überhaupt kein Thema mit. Oh Gott, der ist ja am rumschreien, mimimi, rettet die Familien. Ach, alles easy, ich tue doch niemandem was. Außer denen da. Aber die waren gemein zu mir. Ich versuche jetzt nicht hochzuklettern. Mach ich irgendwann später. Jetzt erstmal zum Hauptquest. Noch 250 Meter entfernt oder 250 Schritte, keine Ahnung. Mauer? Das ist eine Stadtmauer. Okay, jetzt sind wir wieder aus der Stadt anscheinend raus. Da leuchtet was. Was will sie denn? Ich glaube, das ist auch eine Prügelmission. Ich sehe da gerade einen Dieb. Ja, komm doch her. Ja. Hopp. Hopp. Schade. Ja. Na gut, die bringen eh nicht so viel Geld. Apropos Geld, ich müsste jetzt ein bisschen mehr haben, als ich letztes Mal die Folge beendet habe. Weil, als ich gerade die Aufnahmen starten wollte, ist mir so ein Borgia-Kurier entgegengelaufen. Da dachte ich mir, komm, nimmst du den eben mit, ne? Weil ich meine, Geld kann ja nicht schaden. Oh, apropos Geld mal wieder. Da liegt ja überall rum, weißt du? Das muss so reich sein, dieses Land, dieses Gebiet. Oder diese Stadt, wie auch immer. Überall, die legen das Geld einfach in irgendwelchen Truhen und überall hinlegen. Unglaublich. Unglaublich. Zack, zack, zack. Ja, den Turm gönne ich mir auch mal eben. Hallo Adler. Ezio hier drüben, Ezio. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Immer wieder schön. Sup. So. Wer ruft uns denn da? Was ist denn los? Wo drückt der Schuh? Um schneller zu schwimmen. Paddel. Das klingt doch stark nach Leonardo. Der uns um Hilfe ruft. Ups. Wow. Okay. Spring einfach aus dem Wasser. Ach da. Ja. Meine Güte, ich kann nicht fliegen. Und da bin ich ja. Was ist denn los? Hab Dank, Ezio. Du hast mein Leben gerettet. Immer wieder gern. Ich tat, was ich tun musste. Du hättest dasselbe getan. Das bezweifle ich. Tapferkeit ist nicht meine Stärke. Ich schulde dir etwas. Di niente. Tutti a bordo! Wir legen bald ab! Das ist die Fähre. Venedig erwartet uns.
Wo ist euer Pass? Welcher Pass? Du hast keinen Pass? Ihr könnt Venedig nicht ohne Pass betreten. Wer hat euch eingeladen? Niemand. Basta. Kein Pass, kein Zutritt. Keine Sorge, Leonardo. Mir fällt schon was ein. Steht da nicht so rum! Ich brauche Hilfe! Wer ist denn die nette Lady? Mit dem wunderbaren Schreiorgan. Ein Boot beschaffen. Gut, das sieht machbar aus. Stopp. Ja, ich weiß, ich könnte auch elegant eintauchen, aber... Herr im Himmel, bitte helft mir! Oh, diese zuckersüße Stimme. Ah, stimmt. Das war so ganz komisch. Ich immer Schiff drücken. Um zu paddeln. Übrigens, warum das Boot gerade so glitzert hat, das kann man plündern. Ist ja wie eine Truhe. Ja, meine Güte. Nein. Ach, hat geklappt. Madonna. Oh, ihr seid gut. Sicher habt ihr Schlag bei Damen. Ich wollte niemanden beeindrucken. Nur eine Dame aus der Not retten. Und genau darum beeindruckt ihr. Und ihr seid Messer... Auditore. Aber bitte, nennt mich Ezio. Ich heiße Katharina. Nun, Ezio, müssen wir eine angemessene Belohnung finden? Habt ihr etwas Besonderes im Sinn? Da gibt es vielleicht etwas, wobei ihr mir helfen könnt. Ich bin ja... Ja, Signora. Wie ihr wünscht, Signora. Er wird euch nicht mehr belästigen. Ich hab das erledigt. Hab Dank, Katharina. Vielleicht sehen wir uns wieder. Solltet ihr euch jemals in Forli wiederfinden, wäre es ein Vergnügen, euch zu treffen. Und ich freue mich auf eure Gastfreundschaft. Oh ja. Für die wohl jemals wiedersehen? Bitte meine untertänige Entschuldigung an, Signore. Ich wusste nicht, dass... Das ist schon gut, mein Freund. Alles easy. So, ab nach Venedig. Hallo? Los. Vorsicht, Ezio. Weißt du, wer das war? Meine nächste Eroberung? Wohl eher nicht, Ezio. Das ist Katharina Sforza, Tochter des Duca di Milano. Ihr Ehemann ist... Ehemann? Sie. Ihr Ehemann ist Statthalter von Forlì. Diese Frau ist genauso gefährlich, wie sie jung und schön ist. Klingt genau nach der richtigen Frau für mich. Dieser Blick. Ja, vielleicht wird das was. Kritischer Status. Ach, bei uns gibt es den kritischen Status. Alles in Ordnung? Besser als das. Du machst erstaunliche Fortschritte. Na sicher. Erstaunlich würde ich nicht sagen. Aber warum hören wir dann auf? Ein zu langer Aufenthalt im Animus hat, Nebenwirkungen. Ha, super. Du musst dir keine Sorgen machen. Du hast keins der Symptome gezeigt. Symptome? Was für Symptome? Ach, Bewusstseinsminderung, zeitweise Halluzinationen, Persönlichkeitsspaltungen, Realitätsverlust und so. Und das soll heißen, dass... Das soll heißen, Desmond. Wenn du nicht aufpasst, brauchst du bald keinen Animus mehr, um deine Vorfahren zu treffen. Was gar nicht so schlecht wäre, solange man es kontrollieren kann. Nur das konnte bisher noch keiner. Subjekt 16. Wir sind vorsichtig, Desmond. Die haben ihn viel zu lange im Animus gelassen. Tage manchmal. Wir passen auf dich auf. Das hoffe ich. Außerdem habe ich gehofft, wir könnten deine Fähigkeiten testen. Um zu sehen, ob du etwas von Ezio gelernt hast. Geht klar. Cool. Komm runter, wenn du bereit bist. Wollen wir es mal herausfinden, ob der Sicker-Effekt eingetroffen hat und ob wir jetzt tolle Assassinen-Skills haben? Nö. Schade. Wow. Wird ja leicht schwindelig. Hallöchen. Und, wie ist der Plan? Wir werden mal sehen, was du behalten hast. Komm mit. Was ist denn das, ein Lagerraum? Scheint ganz so. Abstergo ist da draußen und sucht nach uns. Sie haben mehr Geld und bessere Ausrüstung.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie uns hier finden. Und wenn es soweit ist, müssen wir bereit sein. Aktiviere bitte das Sicherheitssystem des Lagerhauses. Du musst selbst herausfinden, wie du die Sensoren erreichst. Hey, komm schon. Ein kleiner Tipp. Mach die Augen auf, Desmond. Oh. Mach die Augen auf. Okay, machen wir die Augen auf. Wow, wow, wow. Lucy? Ich sehe Dinge. Dauern die Halluzinationen länger als 30 Sekunden? Nein. Dann mach dir keine Sorgen. Das geht vorbei. Ach so, okay. Ah, wir haben wirklich Assassin-Skills. Sehr cool. Jui. Huch. Beliebige Taste. Und? Wie schlage ich mich? Du beherrschst jede einzelne von Ezios Fähigkeiten. Die Anpassungsrate ist fantastisch. Noch ein, zwei Tage und wir sind fertig. Hallo? Achso. Kamera ist ein bisschen arg seltsam. Müssen wir da ranspringen? Das sieht irgendwie zu weit aus. Ich mach's da lieber gerade auf den sicheren Weg. So. Und schwingen. Kopf und schwingen. Und schwingen. Und verwirrt sein. Ich könnte auch mit der Leiter ran. Naja. Wow. Oh, ein Knöpfchen drücken. Gut, aber sag mir, warum Ezio? Warum Italien? Ich meine, wir hätten zurück zu Altair gehen können. Ihm durch seine Jugend folgen. Es fing mit 16 an. Ah, der gute alte 16. Er hat mein Zimmer gestrichen. Mit seinem Blut. Ich habe seine Dateien gecheckt. Vedic hat ein paar seiner Sitzungen markiert. Verschiedene Vorfahren, verschiedene Daten und Orte. Afrika, der Mittlere Osten, aber gegen Ende war er von Italien besessen. Schätze, er wusste von der Gruft. Mhm. Ein paar seiner späteren Animus-Aufzeichnungen fehlen. Und die, die wir haben. Nach allem, was die Templer ihm angetan haben. Nach allem, was ich ihm antat. Es ist alles durcheinander. Wenn wir 16 nicht so unter Druck gesetzt hätten, hätten wir unsere Antworten schon. Und er würde vielleicht noch leben. Wow, Pferd. Also such dir nach dem Kodex und dem Gewölbe. Ich wusste, du hast einen Vorfahr in Italien, der im Zentrum der Sache steht. So. Hast du? Oder kommt da noch was? Lucy? Gut, ich denke, wir sind fertig für heute. Ruh dich etwas aus. Lucy, was 16 passierte, war nicht dein Fehler. Du bist genauso gefangen hier wie ich. Danke. Gute Nacht, Desmond. Ich mag dich. Na, da kann doch was laufen. So. Ich würde sagen, wir folgen ihr mal. Die habe ich gerade angetouched. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nach oben und ab ins Bett, ne? Wir wollen ja schlafen, anscheinend. Wow. Wow. Das ist aber mehr so Assassin's Creed 1. Was ist denn jetzt passiert? Wer ist das? Huch. Ein Pferd. Noch ein Pferd. Noch ein Pferd. Okay. Ich glaube, wir haben gerade eine leichte Halluzination. Was zum Teufel? Jupp, haben wir. Was ist das? Wo bin ich? Das ist Akon. Und Altair. Wie zur Hölle. Ich bin nicht mal im Animus. Ich muss eingeschlafen sein. Und einen völlig abgedrehten Traum haben. Hab ja auch ewig nicht geschlafen. Sollte mich nicht überraschen. Jo,
Also so sah ungefähr Altair aus. Ne? Nur dass halt in der Rüstung halt nicht Desmond drin steckte. Man sieht jetzt da Desmond drin. Ja, und wir sind jetzt in Assassin's Creed 1 zurückversetzt. Das muss ein Ziel sein. Und wir sollen jemandem folgen, anscheinend. Ich glaube in die Richtung eher. Okay, wer ist das? Ich würde sagen, wir folgen ihr mal. Aber sieht doch sehr, sehr, sehr weiblich gerade eben aus. Können sie anscheinend nicht packen. Das heißt, wir müssen ihr wohl folgen. Läuft sie denn lang? Ach, wenn wir Leute über den Haufen rennen. Super. Boah, diese Musik. Jetzt abgespacede Welt. Das ist ein wenig gruselig, sag ich mal. Wo wählt ihr denn hin? Aha, zu dem Turm. Können wir nicht. Es war irgendwie klar, möchte ich mal behaupten. Sup, sup. Aber da wir ja die Kletterskills haben, ist das überhaupt kein Thema. Sup. So, da sind wir auch. Ach ne, sind noch nicht. Dachte, wir sind schon oben. Da geht noch eine Etage. Hupf. Kletter doch. Ich kann die Kamera nicht drehen. Okay. Ne, lässt sie nicht drehen. Wir haben es jetzt auch geschafft. Oh. Hallo? Die Frau aus Akkon. Wie hieß sie noch gleich? Maria, ja. Was er wohl von der will? Wow, okay, das überrascht mich. Ja, oh, die gehen ja direkt richtig ran. Hier mit Maria fest. Oh, Scheiße. Das bedeutet, was für ein abgefahrener Traum. Was für ein abgefahrener Traum. Jetzt, nicht Ezio. Desmond war wohl ein wenig zu lange im Animus. Und apropos zu lange, die Aufnahme geht schon wieder so lang. Naja, machen wir es noch eben zu Ende. Tut mir leid, dass ich so reinplatze, aber es wird spät und wir... Hey, alles klar? Ja, alles klar. Nur komische Träume. Gut. Dann mach dich bereit. Wir sehen uns gleich. Sehr komische Träume. Ah, schön, dass du auch mal kommst. Entschuldigung, lange Nacht. Was für ein Profi, was für eine Arbeitsmoral. Lass ihn in Ruhe. Tja, entschuldige bitte, dass ich meine Arbeit machen möchte. Verrückt, was? Sean! Bitte, das reicht. Okay. Ich mag ja irgendwie schauen. So. Wenn ich... Hallo? Ah, okay. Wieso kann ich die Kamera nicht drehen? Hast du meine Maus? Moment. Meine Maus ist leer. Wie dem auch sei, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.